Und sie verbringt unter anderem Silvester in der Wüste, und zwar auf dem Motorrad. Zwei Wochen ist sie unterwegs, 6000 Kilometer. Und das ist die Julia Schrenk, und zwar beim Africa Race 2014. Manche lassen es ein bisschen gemütlicher angehen, so über die Tage. Aber du wirst es wirklich wissen, ja? Auf jeden Fall, ja. Was ist die Herausforderung für dich? Ankommen. Ankommen. Das klingt logisch, ja. Du bist die jüngste Teilnehmerin des Africa Race. Mit 24 Jahren, wenn ich das jetzt richtig mir aufgeschrieben habe. Es kommen nur 50% der Teilnehmer ins Ziel. Es gab auch schon ab und zu Todesfälle. Warum sagst du, ich möchte da aber jetzt mitmachen? Naja, damals, wie ich angefangen habe zum Motorradfahren, also vor 3 Jahren, das ist Wahnsinn, habe ich mir gedacht, ich will Rennen fahren. Und in welche Richtung die Rennen gehen, das habe ich damals noch nicht erahnen können. Damals habe ich mir gedacht, okay, es wird halt beim Motocross-Rennen bleiben. Ja, und jetzt, 3 Jahre später, fahre ich das Africa Race. Also andere ist da zu langweilig, oder? Zu langweilig nicht, aber das ist halt ein Abenteuer, auf das ich mich jetzt freue. Und die Chance kriegst du halt nur einmal im Leben oder gar nicht. Gut, es gibt auch andere, die fahren 3 Jahre Motorrad und machen dann nicht die Reise von Paris bis nach Dakar. Wie bist du vorbereitet worden? Wer hat dich gecoacht? Du musst ja wirklich präpariert sein für diesen Trip. Fahrerisch habe ich zum Glück meinen Freund gehabt, der hat mich schon so weit trainiert gehabt, dass ich jetzt fahren können habe. Und jetzt ist halt der Chris Horvath, der mich unterstützt mit dem Ganzen, der mich halt mit fahrerischen Tipps jetzt für die Wüste vorbereitet. Und natürlich Kraftkondition habe ich im Fitnessstudio Berndorf. Gute Trainer, die mich da richtig drillen, kann man sagen. Und von daher, ja. Da werde ich schon gut vorbereitet. Ich werde ein paar Bilder anschauen. Ja, ich finde es nämlich spannend. Vor 3 Jahren hast du angefangen, Motocross zu fahren und jetzt gerade erstmal in Tunesien so quasi den Test gemacht, kann ich das überhaupt auch auf Sand machen? Ob sie es kann, sie sehen es jetzt. Wenn es voll tankt ist, dann wird das ganze Moped zu schwer und dann wird es halt schwierig in die Dünen. Es dauert natürlich viele Jahre, bis man Sandfahren lernt. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist auch klar. Ich bin ja schon viele Sandrallys gefahren, deswegen habe ich mir jetzt nicht erwartet, dass die Julia schon am zweiten Tag uns nachkommt und ohne Eingraben da durchfährt. Das war nicht Sinn und Zweck. Also ich stelle es mir jetzt nicht super leicht vor, aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall schaffbar. Das hoffen wir. Es wird so sein. Ja. Das Ding ist ja richtig schwer, wenn es vollgetankt ist. Wie schwer ist denn das, so ein Motorrad, also das wieder hochzuheben? Naja, meine, glaube ich, hat um die 180 Kilo, wenn es volltankt ist. Wow. Wir haben es gerade vorhin gesagt, nur 50% kommen überhaupt ins Ziel. Warum denn das? Was sind denn da die Schwierigkeiten beim Africa Race? Ja, da spielen viele Faktoren zusammen. Also zum einen natürlich ist der Fahrer, der muss fit genug sein, der darf sich nicht verletzen. Aber genauso, das Motorrad muss jeden Tag wieder auf alles kontrolliert werden und muss tiptop fertig stehen in der Früh. Orientierung ist auch ein großes Thema, oder? Natürlich, wenn man sich verfährt und dann extrem viel Energie reinsteckt, dass man überhaupt wieder irgendwo hinfindet, wo man sich auskennt, oder das kostet halt alles Kraft. Psychologie. Das heißt, man muss sich die Kraft extremst einteilen für diese Strecke. Du studierst Psychologie, Philosophie. Sport hilft das vielleicht weiterhin? Hilft das irgendwie weiter in der Wüste? Also wenn man anfängt, dann auf dem Motorrad zu philosophieren, warum mache ich das eigentlich? Wie komme ich hier wieder raus? Komme ich überhaupt an? Wer bin ich? Ich glaube, das verwirrt einen dann zu sehr noch. Da ist zu man philosophisch wirklich, dann. Ja, was? Wirklich. Da glaube ich, muss man sich echt konzentrieren. So, man muss mental schon stark sein, glaube ich, um sowas zu schaffen. Also trainierst du das auch so ein bisschen? Ja, wir haben jetzt mit einem Mentalcoach selbst zusammensetzen, dass das wirklich passt alles. Du hast ja nicht mehr so viel Zeit, ja? Nein. Also fürs Mentaltraining musst du noch ordentlich reinhauen. Wann geht's genau los?
Am 28. fliegen wir nach Frankreich runter und dann am 29. ist Startschuss. Und die Familie bleibt zu Hause, drückt dann die Daumen oder? Naja, sie kommen mit nach Frankreich einmal, die Eltern. Und dann in Dakar unten sind es dann auch alle. Dann werden sie dann hoffentlich im Ziel stehen und dich dann erwarten. Und dann kommst du hoffentlich an. Denn nur 50% kommen durch. Also wir drücken dir da wirklich ganz fest die Daumen. Du bist ein Teil von den 50%, diese 6000 Kilometer, die machst du in einem Aufwisch, oder? Bevor es in die Wüste geht, bevor wir dich in die Wüste schicken, eine kleine Unterschrift bitte in unser Servus am Morgen Gästebuch. Und dann drücken wir dir logischerweise ganz fest die Daumen, dass das alles gesund und munter überstehen wirst. Und dass du gut ankommen wirst. Ja, danke. Sag Bescheid, wenn du es geschafft hast. Ja? Auf jeden Fall. Und sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Wir schicken den Tommy vorbei. Tommy, hilf mal. Mit mir ist dann ganz schnell Sand im Getriebe. Aber das ist ein anderes Problem. Danke nochmal fürs Kommen. Ja, danke schön.